Hier wird der Stolperstein verlegt für Pauline Füßer. Vater ist Heinz Paula und verliest nachher auch die Biografie. Pauline Margarete Füßer wird am 28. Mai 1889 geboren. Der Tod ihres Mannes wirft sie komplett aus der Bahn. Sie erkrankt, muss im Januar 1923 erstmal in die psychiatrische Abteilung des städtischen Krankenhauses. Ein Jahr später, am 22. April 1932, ist sie wegen Symptomen von Schizophrenie im städtischen Krankenhaus in Behandlung. Der Stadtrat von Augsburg entspricht der Empfehlung des Bezirksarztes und ordnet Ende April 32 die zwangsweise Verwahrung der Pauline Füßer in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuern an. Dort wird bestätigt, attestiert, dass sie an Schizophrenie und paranoider Demenz leide. Pauline Füßer wird gemeinsam mit weiteren 70 Frauen am 5. Juni 1941 mit den grauen Bussen aller Wahrscheinlichkeit noch am selben Tag ermordet. Sie wird transportiert in die Tötungsanstalt Hartheim Linz. Die Nationalsozialisten haben sie getötet. Ihren Namen allerdings werden sie nicht auslöschen können. Und dafür sorgt die großartige Initiative von Gunter Demnig, der mit seiner Stolperstein-Aktion hier alle Namen unvergessen lassen wird. Großes Kompliment und ein riesen Dankeschön an die Stolperstein-Initiative Augsburg. Thomas, ich habe es dir vorher schon gesagt gehabt, es ist großartig, mit wie viel Nachdruck du hier vor allen Dingen an der Spitze dich dafür eingesetzt hast, dass es in Augsburg möglich ist. Also riesen Kompliment und allen, die entsprechend hartnäckig von Anfang an mit dabei waren. Bernhard, an dich ein großes Dankeschön für die beeindruckende Recherche, hier, die den jeweiligen Personen wirklich sehr gerecht wird und sehr einfühlsam ihre Situation mitgeschildert wird.